Hallo und herzlich willkommen zu Diablo 3. Ja, da sind wir wieder. Hallo, Und auch von mir. ja, mein Bruder stößt dann später dazu. Und ja, die Season 4 hat begonnen, wie man sieht. Es gibt neue Transmogrifikationen in der Season 4. Kann ich gar nicht anklicken hier, aber das ist wahrscheinlich ein Helm und Schultern oder sowas wird das sein. Ja, das ist für Dann. die neuen Gegenstände. Es sind ja drei neue Gegenstände mal Ja. drin. Wenn die dann, glaube Ja. ich, ne? Also angezeigt wird jetzt mir hier ein Helm und eine Schulter. Gibt es wahrscheinlich noch irgendwas, nur wenn du sagst drei. Ja, für jede Klasse eigentlich, glaube ich Ach sogar. so, okay. Das ist wahrscheinlich Müssen nur da also so ein mehr sein. Beispiel hier. Ja. Ja, okay. Dann natürlich neue legendäre Gegenstände. Jetzt klicke ich nochmal kurz durch. Was ist das hier? Okay, das ist so ein Edelstein. Okay. Legendäre Faustwaffe für einen Monk. Auch nicht schlecht. Genau. So. Genau, dann die Erfolge. Die Bestenlisten gibt es natürlich wieder. Saisonreise, Porträtrahmen und Gefährte. Ja, das ist das Schließt wohl mit die, der genau. Saisonreise dann, Ja, ja. schließt die Saisonreise ab, um einen einzigartigen Porträtrahmen und einen Gefährten zu erhalten. Aha. Ist dann wahrscheinlich der Hund hier, sehr wahrscheinlich, und der Porträtrahmen, der hier unten abgebildet ist. Ja, genau. Hund, ein Terrier? Nee. Oh. Nee, irgendwas Blaues. Frosthündin. Deswegen auch die Farbe Blau. Ja, na gut, das werden wir ja dann mitbekommen, wie das funktioniert, ne? Mit der Saisonreise. Das wird automatisch freigeschaltet, die Erfolge dann. Ah Steht ja. immer dann. Alles klar. Werden wir dann gleich Okay. sehen bei deinem ersten Ja. Erfolg. Okay. So, dann erstelle ich mir mal meinen Helden. Also ich werde wieder einen Monk spielen, sehr wahrscheinlich. Diesmal, die vorige Saison hatte ich einen männlichen, diesmal spiele ich einen weiblichen Monk. Onken. Monkin? Genau. Könnte ich auch einen Monkin nennen. Mal gucken. Moonkin. Waren Moonkin, das nicht die ja. komischen Eulen? Moonkin. Ja, so hießen die Eulen in. WoW, Hießen ne? die so in WoW? Ja, ne? Ich meine Ja, ja. das war doch. Nee, war das nicht eine Niskillung? Moonkin? Ach ja, das Moonkin-Eule? war doch, Jäger konnte doch dann diese Eulenform annehmen. Der hieß, glaube ich, Moonkin. Diese Form dann. Kann Und da. sein. Der konnte doch, Also der, du meinst jetzt der Jäger als Klasse oder war oder? das Druide? Ich glaube, das war Druide. Nee, der, also Oh. der Druide konnte sich verwandeln in eine Katze oder in den Bären oder sowas Mhm. oder in diesen Baum. Bär, Katze und ich meine nachher auch die Eule. Ja, stimmt, die Eule Dann als auch, Heiler ja. irgendwie oder so. War Ja, das das nicht so? stimmt. Nee, ich glaube, in Damage Dealer war die Eule. Als Heiler waren die Bäume. Ja, stimmt. Na, genau, stimmt, ja. Stimmt, das waren Moonkin-Eulen oder so, ne? Genau. Ja, also für die Diablo vielleicht nicht spielen, das wieder zum ersten Mal sehen. Wichtig bei den saisonalen Helden natürlich hier bei saisonal das Kreuz machen. Oder das Häkchen. So. Hardcore hast du nicht genommen, ne? Vermute ich. Nö, So, jetzt dann gucke ich mal, weg. ob ich mich Sari nennen kann, ob das geht. Ein neuer Anfang funktioniert. Ja, dann. Epic Drop. Ich stoße jetzt einfach zu dir. Ja, Rechtsklick auf mein Porträt Ja. und dann zu mir Genau. teleportieren. Und du hast ja schon ein bisschen gespielt. Welches Level hast du jetzt? Ich bin 17 Uhr angefangen mit Starten, Ja. bin jetzt 33. Okay. Aber Jetzt recht haben wir lange es auch kurz unterwegs, vor um ne? 9. Für die Ja, Leute, ja. die das jetzt nicht wissen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar schon 70er da sind oder Ja, mit Sicherheit. Ja. kurz davor, welche Ja. Okay, sind. also ich schließe mich dir jetzt einfach an. Das wird jetzt relativ schnell gehen bei mir. So. Dieses Monster wird sterben. Also mit Ja, meinem mach ich. Levelaufstieg. Ich laufe dir jetzt auch erstmal nur hinterher. So, wenn ich nicht gleich sterbe? Nee. Ich stelle gleich eine Schwierigkeit runter. Was spielst du denn überhaupt? Für ein. Ich glaube Oh Gott, Meister. siehste. Meister, okay. Ja, Stufe 2. Oder hart Super. oder sowas.
So, jetzt muss man ja auch daran denken, dass man das ganze Gold einsammelt, ne? Noch Möglichkeit. Wir gehen jetzt auf schwer. Ach, du spielst Portale. Ja, wir machen Portale. Hast du schon Bounties gemacht, oder? Ich habe zwei. Am Anfang bestimmt, ne? Zwei Akte gemacht, aber das ist recht zäh. Oh Gott, ja. Ja, und es kriegst du nur dreimal Material. Ich das verschieben wir später. Kannst du noch kurz herkommen, mir die Spinnen hier fernhalten? Gut, ja, ich muss jetzt ein bisschen hinter dir bleiben. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. So, ja, also wie ihr seht, das geht relativ schnell jetzt, wenn ich hier mit dem Heizer mitlaufe. Da werde ich den dann gleich aufgeholt haben, hoffentlich. So. Warte mal, ich stelle mal einmal um. Ja. Oh gut, es geht jetzt. Was ja saisonal auch ist, ist halt, dass man nimmt ja gar nichts mit, ne? Für die, die es nicht wissen. Man fängt halt wirklich bei null an. Ist richtig, ne? Oh. Also was Gold angeht, was Paragonstufen angeht, also man nimmt überhaupt nichts mit, ja. Ah, ich werde verfolgt von der Kleine. Ja, ich sehe schon, sorry. Nee, ist nicht schlimm, ich bin noch relativ weit. Relativ weit. Oder relativ, ja, ziemlich nah gewesen. So ist besser. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Warte mal, ich retz dich. Ja, das wäre super. Ich muss definitiv weiter wegstehen. Ja, danke. Geh mal außen rum hier. Ja, warte, konnte ich hier was einsammeln? Ja. Oh, okay. Ah, Hilfe, Hilfe! Komm zu mir, immer zu mir laufen. Ich komme, ich komme. Das ist wie in WoW, nur immer zum Tank laufen. Ja. Niemals, niemals weglaufen vom Tank. Wie war denn das gleich? Konnte ich nicht auch... Bisschen weiter wegstehen, ja. Du kannst ruhig weiter wegstehen. Ja, ja, no, musst, ja. Ich no. Oh, muss wieder hier so ein Vieh. Ja, ich krieg die auch nicht schnell, weil ich ja zu langsam bin. Ja, ich komme ja. Schnell ran an dich. Wenn ich so weit wegrennen kann, Stufe 5, aber die werde ich noch nie besiegen. Ah ja, hier bist du, sehr schön. Super. Ich glaube, da kommen noch mehr. Ja, ich laufe hier zu diesem Stein hier. Ja. Mal, wir haben gleich Boss, den Boss. Warte mal. Vielleicht kannst du mich vorher noch. Ja, super. Ja, den muss ich aber wegmachen, sonst. Oh. So, jetzt. Ja. Super. So, gleich kommen Ads hier. Ja, ich stehe eigentlich ein ganz schönes Stück weg. Ich hoffe, das passt so. Ach nee, der portet sich. Das ist ja nicht Sau, ey. Ja. So. Kannst du auferstehen? Warte, ich kann am letzten Speicherpunkt, würde ich das mal machen? Ja, mach das mal. Wiederbeleben, das müsste ja klar hier sein, ja. Mhm. Ja, das ist natürlich lebst, blöd, ne? Lebst du? Ja, ja, ich lebe, aber ich bin gleich wieder tot. Ich trage jetzt natürlich auch noch kein Equip und nicht, also... Ist klar, die haben mich hier natürlich um die... Lebst du? Ja. So, jetzt genau dahin flüchten. Ja, jetzt nicht mehr sterben. Stehen. Nee, ich versuch's. Vielleicht stirbt ja, er. Ja, hab ich bekommen, die EP. Sehr schön. Sehr gut. Boah, für was aufzusammeln, kannst bestimmt ein paar Klamotten anlegen schon mal. Okay, so, Schauklammer. Ja, super, das lege ich alles gleich an hier. 7 Rüstung, 7, 8 Rüstung. Oh, Intelligenz. Das brauche ich nie. Nehmen wir das, mehr Erfahrung. Na gut, das Schild lege ich jetzt auch an, ist jetzt auch nie verkehrt. Ich meine, ich kann ja eh noch nie mitkämpfen, ich laufe jetzt eh noch mit dir rum. Okay, ja, bist du in die Stadt zurück, oder? Ja, klar. Ja, gut, alles klar, komme ich auch. Wir geben ab und machen neu, kostet ja nichts. Portale sind ja umsonst. Ach, okay, man braucht diese
diese Steine gar nicht mehr. Diese Portalsteine. Ja. Ah, okay. Ja, von gut. Daher kann man, machen wir bis zum Boss, holen uns dann die Belohnung. Bei Orek jetzt. Mein Geist wird stärker. 60.000. Ah, Saisonreise-Etappe schwer. Nee, Etappe 1. Etappe 1 habe ich jetzt erledigt. Ja. Ach Quatsch. Hast du EP bekommen gerade? Ja, ja. Ja, ne? Ja. Level 6 bin ich jetzt schon. Na gut, die Sachen jetzt. Brauche ich dir nicht geben, die sind alle hoch zu hoch dann. Aber du findest ja selbst gleich, ne? Ja, 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 das passt. Daher. Freundin hier denn nie müde? Seit dem Augenblick, an dem ich sie zum ersten Mal sah, hat sie so gut wie kein Auge zugetan. Nun wisst ihr, warum Engel und Dämonen sich vor den Nephalim fürchten, Lorat. So, da kann ich ja schon mal ein bisschen was verteilen hier. Wir nehmen hier die tödliche Reichweite rein. Das können wir lassen. Was haben wir hier? Lichtblitz. Blendet alle... Na okay, ist auch nicht verkehrt jetzt. Wenn ich die blende, gut. Weiß das gar nicht, ob du vorher schon verzaubern konntest auch immer vor dem Patch jetzt. Auf jeden Fall kannst du die Verzauberin nutzen. Echt die gut. Steht jetzt schon da? Steht da, schaltest du frei, kannst ja dann die Handwerker kannst schon mal auf Stufe 1 Also die stehen alle schon da, die Handwerker? Ja, wir sind im Abenteuermodus jetzt. Ne? Ah, okay, gut. Dadurch. Na, wenn man jetzt Kampagne spielt, dann nicht. Stehen die nicht da, ne? Nee. Findet Schmied man die ist erst, da. Ne? Ja. Genau, der Schmied war ja im Akt 1. Wo man den ja auch erst freispielen musste. Man musste ja die Frau von dem töten. Und dann stand der einem ja zur Verfügung. Ja. Ja, also wie ihr seht, ist alles leer. Meine Beutetruhe ist leer. Ich habe ganz wenig Gold. Man fängt halt wirklich bei null an. Okay. Boah, dann geht's weiter. Ja. Ich bleib erstmal hier stehen, ne? Hier hinten. Oh, die rennen natürlich. Ah, okay. Ja, das ist klar. Das macht nichts. Oh nein. Ich brauche Heilung. Ja, auch noch ein Schutzschild. Super. Ja, super. Darf ich noch nie in die Fallen laufen hier? Das wär's natürlich. Ja, also man kann sich jetzt natürlich auch mühsam hier hochspielen, ne? Das hast du ja jetzt schon gemacht. Von 0 auf Level 34, ne? Das geht natürlich auch, aber... Das ist auch relativ einfach, das schafft man auch. Oder? Das ist einfach. Ja, also von daher. Aber die Zeit kannst du ja sparen, ne? Ja. Weil man kennt ja eh alles und... Oh, Fledermaus, Fledermaus. Ja, genau. Also wenn man das jetzt zum ersten Mal spielt, lohnt sich natürlich, finde ich, die Story zu spielen, ja. Das würde ich auch machen, ne? Also die finde ich auch wirklich gut, muss ich sagen. Also mir hat die sehr gut gefallen. Was kann abnehmen, ne? Hier ist noch so ein Dingens, so eine Made. Ja. Super, danke. Ja, ist ein bisschen nervig bestimmt jetzt nur, wenn die hier immer zurückrennen muss. Das geht aber. Ich versuche das zu clearen, gleich vernünftig. Ja, ich renne immer so ein Stück zu weit vor. Ah, okay. Ich habe gerade oben, wenn du da auf diese kleinen Symbole klickst, da kannst du die Etappe öffnen. Wissen ja, ob du das schon gesehen hast. Da, ja. Nee. Ja, oben die rechts. Symbole habe ich gesehen, aber ich habe mir da gar nicht bei gedacht. Saisonal.
Werden wir machen. Habe ich nämlich gerade aufgemacht. Weil ich kann ja eh nicht so nah ran. Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Oh, das ist schön. Plus. Meine Steinhand ist gewachsen. Ja, nehmen wir doch den. So. Oh, du bist ein bisschen weit vorne, glaube ich. Warte, ich komme mal hinterher, weil hinter mir rennen hier nämlich ein paar Gegner rum. Die, warte, die kommen hier gleich. Hier, jetzt kommen die. Oh. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Da wirst du wohl diesmal gar nicht hier Wirbelwind-Barbar, oder? Ja, es sind ja einige Skillungen jetzt möglich. Ja. Also... Hammer der Urahn, ne? Hämmern ist angesagt. Ja. Oh ja, hämmern. Die Skillung soll möglich sein. Und von daher habe ich mich auch nochmal für den Bewahren entschieden. Ja. Ich habe mich noch gar nicht so beschäftigt mit dem Monk, muss ich sagen. Ich spiele den erstmal so wie vorher. Ein neues Set hat er bekommen. Ganz ja, neues Set. Ja, das habe ich gesehen, aber das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, was da für Skillungen drauf sind auf dem neuen Set. Kann ich dir auch nichts zu sagen, da kenne ich mich ja nicht aus mit. Das ist klar, ja. Was ich ja nach wie vor ganz gut fand, wo es dann natürlich auch bessere Sets gab für den Monk, aber ich hatte keine besseren gefunden, ne? Das, wo man alle vier Mantras gleichzeitig hat. No, das war ja mein Set mit dem Season 3 Charakter. Und da sollen aber wieder super Support-Eigenschaften drin sein. Ich hatte vorhin noch mal was gesehen. Ich habe hier noch eine Made hinter mir. Made? Oh, hier kommt ein Goldner. Warte, ich laufe hier hoch. Ja, ja. Ja, das neue Set muss ich mir mal angucken. Mal schauen. Was war hier drauf? Vitalität? Pack mal rein. Diesen Gegner bringe ich zu Fall. Kopf, sehr schön. Armbrust kann man nicht gebrauchen. Okay. Hast du dir schon Sachen gecraftet jetzt beim... Ja, klar. Beim Dings, ja. Fast alles gecraftet schon. Okay. Also gerne auch blaue, weiße Sachen sammeln, ne? Ja, okay. Weil die Mats brauchst du zum Craften dann auch gleich dann. Und sind ja wirklich... Oh, hier sind auch noch Gegner. Conny, komm mal zurück bitte auf der... Hier unten, ja. Ja, okay. Mensch. Hier kommt noch ein Feuerball geflogen in die Ecke. Das sah lustig aus jetzt. So, wie man hier jetzt auch sieht, wenn ich jetzt hier über die über den blauen Kopf gehe, sieht man ja unten die Verbesserung. Schaden, Zähigkeit, Erholung, das wird halt immer angezeigt, ob der Gegenstand in den drei Bereichen besser ist oder nicht. Später muss man das ja noch abwägen, ne? Was? Das stimmt, was denn? Ne? Diese Blizzard zeigt ja hier an, diese Werteveränderungen bei Gegenständen. Ja. Ne? Ja, grundsätzlich bleibt das ja, aber ja, du hast ja dann noch andere Eigenschaften drauf, die manchmal mehr wert sind als vielleicht eine 2%ige Verbesserung im Damage. Ja, so ist es. Und da hält sich ja das Spiel auch bedeckt in genauen Angaben. Das ist ja alles sehr oberflächlich ausgegeben. Ja. So, das haben wir clear hier. Okay, da kann ich hier hinten einsammeln, das ist schön.
gucken, ob ich hier noch was öffnen kann. Okay. Hier war eine Truhe, rechts. Ja. Rechts durchläuft. Ja, geht fix, ne? Level 12 habe ich jetzt schon. Naja, siehst du, guck mal. Passt. Da war ich eine Stunde für unterwegs vorhin. Ja. Ja, da wird es mein Bruder wieder gut haben, ne? Bei dem geht's dann noch schneller. Ja, ja, wenn der dann online dann kommt, dann sind wir. Oh, hier sind noch Fledermäuse. Ah, naja. Kommst du noch mal kurz zurückgelaufen? Ja, super. Bin da. Die hatten mich jetzt erwischt. Ich mache hier noch zu wenig Schaden. Wenn du noch mal ganz kurz zurückkommen könntest dann, weil mich belästigt hier noch so ein Sumpfling. Der will mir an die Wäsche. Und die gelben Kugeln sind auch neu. Das ist ja wie im Greater Rift jetzt auch gemacht. Ist ja, auch ja. Oh, hier kommt was. Was, komm mal zurück. Ui. Ja. Ich muss nicht. Gibt's nie. Aber ich bin noch nicht böse, wenn das Rift um ist. Die Gegner sind echt ein bisschen blöd hier. Verlangsamen noch. Oh, gehen wir mal hier lang. Ja, warte, ich sammle das Gold mal hier hinten ein. Endlich hat Gold sammeln wieder eine Berechtigung. Oh ja, Party. Gott sei Dank, ja. Ich sammle so gerne Gold ein. Jetzt müssen wir gleich einen schönen Gobberift haben, ne? Mal. Oh ja. Ja, der kann noch warten, bis ich dich eingeholt habe vom Level her. Ja gut, wenn, wenn wir 70 sind, gleich am Anfang einen schönen Gobbo. Ja. Da kriegen wir, haben wir Glück und kriegen einen Ring. Dann geht die Post ab. Ja. Und dann sind wir gleich am Anfang reich. Ja. Bist du dicht? Ja. Na, warte, ich bleib liegen. Ich kann mich nur am letzten Speicherpunkt wieder, aber der war ja hinten. Ja, warte, ich. Nee, ich warte, gleich. Mach in Ruhe. Oh, der schießt mich immer an hier. Jetzt hast du. Danke. Bitteschön. Am besten bleibst du immer ein, zwei Bildschirme drauf. Ja. Weit weg. Ist wahrscheinlich wirklich besser. Sonst kriegst du nämlich immer Aggro. Ja. Ich muss etwas ablegen. Oh, ich bin voll beladen. Ja, dann beamen wir uns zurück. Ich glaube ich auch. Hm? Ja, das wäre super. Ich muss zurück. So, ich port mich mal zurück oder kann nee, warte, hier noch gelb, noch zwei gelbe. Die nehmen wir noch mit. Schade um die XP. Ja, na, wir gehen ja eh wieder ins Rift rein, ne? Ja, aber die. Aber, ja. Oh, mächtige Zweihandwaffe. So, jetzt porten wir. Dann nehme ich das Gold noch mit und dann porten wir uns. Okay, jetzt, oder? Ja. Vielleicht der Boss, die Taschen leer, dann können wir alles einsacken, was wir da finden. Ja.